Hallo von Tag 2 in Brüssel. Wir hatten gestern vor allem die ganz großen europäischen Themen, sowas wie Brexit, wie geht es grundsätzlich weiter mit der Struktur- und Förderpolitik oder auch Konfliktherde, die es momentan so gibt, auch in einzelnen Regionen. Stand gestern im Mittelpunkt, auch die finanziellen Auswirkungen. Wusstet ihr übrigens, dass durch den Brexit 7-9% des gesamten EU-Haushaltes in Frage stehen und momentan noch keiner weiß, wie man das eigentlich dann stemmen sollte? Oder dass sich ganz viele Forschungseinrichtungen aus Großbritannien momentan zurückziehen, weil sie da jetzt keine Perspektive mehr sehen, genauso wie Unternehmen, die sehr auf Export angewiesen sind. Also wirklich spannende Entwicklungen, die wir gestern diskutiert haben, aber eher im gesamteuropäischen Kontext. Und heute geht es vor allem um Fördermittelpolitik. Wir hatten Vertreter der Kommission dabei, die zu ESF, ELA und EFRA, also die großen Förderinstrumente, uns informiert haben. Und mit denen haben wir darüber diskutiert, welche Schwierigkeiten es vor Ort in der Praxis gibt. Also zum Beispiel Bürokratie, die Schwierigkeiten bei den Antragstellungen, dass viele damit überfordert sind, die Schwierigkeiten bei der Frage von Kofinanzierung, von Eigenanteil und so. Das haben wir thematisiert. Insgesamt sagen hier aber alle, Brandenburg steht sehr gut da. Es war ganz spannend zu hören. Wir sind beim Mittelabruf in der Regel ziemlich weit oben dabei. Wir waren sehr schnell bei der Umsetzung in operationelle Programme. Also die Kommission spricht hier von einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem Bundesland und einer guten Nutzung der Fonds. Insgesamt, Deutschland profitiert sehr stark von den europäischen Strukturfonds, haben wir hier gelernt. Wir sind eines der größten Geberstaaten, aber auch eines der größten Nehmerstaaten. Das ist schon ganz interessant. Und jetzt geht es weiter mit NGOs. Wir werden jetzt gleich Gespräche führen mit dem DGB, mit Nichtregierungsorganisationen, mit Organisationen, die sich um Transparenz vor allen Dingen hier bemühen, um direkte Demokratie. Es geht auch um Handelsabkommen, auch ein ganz spannendes aktuelles Thema. Damit geht es jetzt hier gleich weiter. Da sind wir auf dem Weg hin. Es ist hier ganz schön verregnet in Brüssel. Wir werden also ein bisschen nass, aber halb so wild. Und morgen geht es dann weiter mit dem Europäischen Parlament. Da haben wir nochmal ein Gespräch zur Frage soziales Europa und wie kann ein soziales Europa aussehen und welchen Anteil kann Brandenburg dazu leisten und unsere brandenburgische Landesregierung. Soweit, bis zum nächsten Mal.